Liebe Ursula von der Leyen, wenn Sie jetzt vor dem Fernseher sitzen, dann kommen Sie doch mal ganz nah ran. Ja, ich muss Ihnen nämlich ein kleines Geheimnis verraten. Noch ein bisschen näher, ja, noch ein bisschen näher. Vielleicht nicht ganz so nah. Bereit? Okay. Kleine Kinder machen total viel Lärm. Und Sie wollen uns flächendeckend mit Kitas überziehen? Das geht ja gar nicht. Ja, da hat man ja in Deutschland nirgendwo mehr seine Ruhe. Gut, dass es dann noch Gerichte gibt, die dafür sorgen, dass Kitas wieder geschlossen werden. Wie diese Woche hier in Hamburg. Und das Beste, unsere Autorin Therese Ulrich hat auch schon eine Lösung, wo man all diese lärmenden Kinder jetzt hinstecken kann. Die Reventlowstraße, eine Oase der Stille mitten in Hamburg. Hier ließ es sich immer in Ruhe leben. Doch damit ist jetzt Schluss. Denn seit kurzem gibt es hier eine unerträgliche Lärmquelle. Diese Kindertagesstätte. Also im Wohngebiet grundsätzlich finde ich eine Kita fehl am Platz. Ganz ehrlich. Die Leute hier rechts und links, die kann ich ja vollkommen verstehen, dass sie dagegen sind und dass sie diesen Lärm mit Recht fürchten. Kinderlärm hat in einem Wohngebiet nun wirklich nichts zu suchen. Zum Glück hat das Oberverwaltungsgericht jetzt entschieden, die Kita muss dicht machen. Und zwar sofort. Ich habe jetzt monatelang gebraucht, überhaupt einen Kindergartenplatz zu finden. Und jetzt habe ich endlich eins. Und und das ist mir jetzt auch nicht irgendwie gegönnt oder uns nicht gegönnt. Keine Sorge, wir von Extra 3 finden schon ein passendes Plätzchen für die Schreihälse. Also raus aus dem Wohngebiet, rein ins Industriegebiet. Ganz nach dem Motto, Kreissäge trifft Nervensäge. Und alle sind glücklich. Kinderlärm? Nee, stört mich überhaupt nicht. Und wer keine Werkstatt in der Nähe hat, der kann sein Kind im Kita-Lift anmelden. Hier können ihre Kinder so laut schreien, wie sie wollen. Und das Beste, die Kleinen können beim Spielen auch nicht verloren gehen. Kinder lieben Fahrstuhlfahren. Aber noch mehr lieben die Kinder unseren Klaus. Im schalldichten Klausbauch sind sie bestens aufgehoben. Also, wenn die nächste Kita dicht macht, keine Panik. Ein Platz für ihr Kind findet sich immer.